Hallo? Ja. Schönen guten Tag, Jan Hartmann am Apparat. Ich rufe Sie an FFX, spreche ich mit Gerold Steiner. Ja. Grüße Sie, hallo. Tag. Guten Tag. Also ich, ich sehe, Sie haben sich letztes Jahr bei uns angemeldet. Aha. Wären Sie noch immer daran interessiert, Online-Geld zu verdienen? Nee. Herr Steiner? Wie bitte nochmal? Nee. Nicht mehr interessiert, okay. So. Okay, alles klar, dann frage ich Sie wieder aus. Vielen Dank. Winke, winke. Bis dann. Genau so gehört sich das eigentlich. Also, eigentlich darf der nicht mal anrufen, aber so gehört sich's halt. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es wieder eine Schnipselparty. Jede Menge kleine Telefonteile, die nicht für ein ganzes Video gereicht haben, doch trotzdem sind diese kleinen Schnipsel ziemlich lehrreich, was wir da eigentlich für Menschen sitzen haben, die von uns Geld haben wollen und hier angeblich mit irgendwelchen Finanzex, rumspielen. Wahnsinn. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen vielen kleinen Telefonteilen. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Michaela Nowak im Apparat. Spreche ich mit Herrn Knusprig? Knusprig, ja. Herr Knusprig, Herr Luis. Ja. Okay, Herr Luis, schön Sie zu erreichen. Ich bin Michaela. Entschuldigung, dass ich Ihnen jetzt störe. Es geht über Online-Trading, die Börse online, Herr Luis. Aha. Haben Sie schon Erfahrung damit? Nee. Okay, bei uns sind Ihre Daten gekommen. Bestimmt haben Sie vielleicht angemeldet oder Informationen gesucht? Weiß ich nicht. Mhm. Oder hat das jemand anders für Ihnen gemacht? Also weiß ich doch nicht. Wie? Weiß ich doch nicht. Okay, sind Sie aktuell im Arbeit? Nee. Sind Sie zu Hause? Ja. Okay, Herr Luis, wissen Sie, was ist die Börse online? Ja. Okay, gut. Und gefällt es Ihnen da zu arbeiten? Weiß ich doch nicht. War da noch nicht. Okay. Haben Sie bitte einen Computer dabei, damit ich Ihnen helfe, etwas zu zeigen bei Prime Investors? Einen Computer kann man nicht dabei haben. Ein Computer zum dabei haben zu schwer. Wohin soll ich denn den mitnehmen, den Computer? Bist du zu Hause? Zum Beispiel, du bist in der Sofa. Der Computer ist in der Tisch. Ja, wo soll ich denn den mitnehmen, den Computer? Wo wollen Sie den denn haben? Tja, die Frage war ihr dann wohl schon zu hoch. Und da war sie dann weg. Immer wieder das Gleiche. Die deutsche Sprache ist natürlich eine sehr, sehr schwere Sprache. Das stimmt schon. Nur die Betrüger, die beherrschen die auf jeden Fall in der Regel nicht. Also zu 99,99%. Der eine, der mal anruft und ein bisschen Deutsch kann, ist ja dann auch schon mal selten. Aber Wahnsinn. Und so wollen die uns betrügen. Schauen wir mal, wie es im nächsten Gespräch so läuft. Ah. Grüß dich, Matthias hier von Benefix. Wie geht's Ihnen? Schnuckelig. Bitte? Ja. Herr Karl, Sie haben jetzt ein Handelskonto seit April. Mhm. Nein, März. Ja. Was ist passiert? Sie waren nicht mehr online. Ja, war unseriös. Unseriös von wem? Von unserer Seite? Ja, fand ich unseriös, die Seite, ja. Wieso? Fand ich halt unseriös. Was stimmt nicht? Was bedeutet für Ihnen unseriös? Naja. Geben Sie mir zwei Beispiele, bitte. Sah nach einer illegalen Firma aus. Sieht als illegale Firma aus. Okay, haben Sie unsere Lizenz geprüft? Ja, war alles nicht gültig. Alles nicht gültig? Ja. Wo haben Sie das gefunden, beispielsweise? Weiß ich doch jetzt nicht mehr, schon eine Weile her. Schon eine Weile her. Das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Wollen Sie mich als Lügner bezeichnen, oder wie? Bitte? Wollen Sie mich als Lügner bezeichnen, oder wie? Nee, ich lüge nicht. Ja, und warum sagen Sie denn, das kann nicht stimmen, wenn ich das sage, dann ist das so. Wenn Sie sagen, dann ist das so. Ja. Okay, habe ich verstanden. So läuft dieses Problem jetzt. Wenn Sie sagen, das stimmt das so, okay? Genau. Dann löschen Sie dieses Konto, wenn das stimmt nicht für Sie. Ja, geht ja nicht. Geht nicht. Okay, habe ich verstanden. Dann werde ich versuchen, das zu löschen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag weiter, der Karl. Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Tja, genau. Er versucht, das Konto zu löschen. So ein Quatsch. Also, mal davon abgesehen, dass sie die Konten sowieso weiterverkaufen wie Sand am Meer.
Es ist doch nur noch unterirdisch, was die da machen. Also es ergibt doch wirklich keinen Sinn. Also die, nicht mal wenn die sich Mühe geben, ergibt es irgendwie Sinn, was die da machen. Letztendlich ist und bleibt das alles Betrug, was ja, ihr hier am Telefon hört. Und irgendwie auch immer schlechter. Die rufen einfach an, beschuldigen die Kunden, dass der Kunde immer kein Recht hat und dass der Kunde immer falsch liegt. Unfreundlicher geht's, glaube ich, nicht. Und, naja, es interessiert die ja auch gar nicht, dass die keine Lizenz vorweisen können. Denn unterm Strich, tja, ist das nur eine Massenabgrasung. Die rufen bei so vielen Leuten, wie es geht, an. Jeder, der sich da eingetragen hat. Und die Eintragung, die erfolgt ja über fremde Webseiten. Ihr tragt euch einmal auf so einer Datensammel-Webseite ein, die euch verspricht, dass ihr reich werdet. Danach kommt ihr bei irgendwelchen Unternehmen raus. Welche Unternehmen? Das liegt nicht in eurer Hand. Und vor allem, wie viele dann danach anrufen, das liegt auch nicht mehr in eurer Hand. Denn danach, da rufen sehr, sehr viele an. Vielleicht nicht alle auf einmal. Tja, wenn man einmal seine Daten da irgendwo angegeben hat, dann werdet ihr auf dieser Telefonnummer nie wieder eure Ruhe haben. Sicherlich ist es nicht bei jedem so, dass wenn man sich nur einmal eingetragen hat, dass man dann da tausende Anrufe hintereinander wegbekommt. Das kann auch vereinzelt passieren. Ja, also immer mal wieder so pro halbes Jahr vielleicht 1, 2, 3, 4 Anrufe oder einmal im Monat. Naja, aber es reicht ja schon aus. Von daher immer auflegen, wenn so jemand bei euch anruft. Hallo, hallo, Herr Steinfeger? Ja, Sean Steinfeger, hallo, hier. Grüß Gott, Herr Sean Steinfeger. Wenn ich ihn sehe. Ja. Mein Name ist Dr. Matthias, ich rufe Sie an von Benefix. Haben Sie aber ein Handelskonto? Aha, woher habe ich denn das? Ich arbeite beim Benefix und ich kann sehen, dass Sie haben sich bei uns angemeldet in 23.03. Aha, und da rufen Sie jetzt an? Ich rufe jetzt an. Ja, ich rufe jetzt an. Aha. Wann mag sich bewegt? Ich rufe meine Kunden an. Ist das etwas schlecht? Naja, wenn Sie sagen, ich habe mich am 23.03. angemeldet, ist ja schon eine Weile her. Ja, aber Sie haben noch bis dann geredet mit Frau Emilia Hart. Ach so. Also Sie haben noch mit jemand geredet. Ach so. Und Sie sagten, dass Sie hatten keine Zeit und so. Und dann habe ich mich jetzt angemeldet nach 2 Monaten, ja. Ach so. Herr Steinfeger, was möchten Sie weitermachen mit dem Handelskonto? Weiß ich nicht, ich habe ja gar nicht über das Handelskonto nachgedacht. Okay, sind Sie schon damit machen? Was können Sie machen? Es ist sehr einfach, die Markt bewegt sehr, sehr viel. Das bedeutet, es sind sehr viele Opportunitäten, wo Sie können einfach investieren. Ich möchte Ihnen zeigen, einfach wie das alles bewegt. Ich möchte, dass Sie sollen einfach eine Idee haben und dann entscheiden Sie selbst, was möchten Sie weitermachen. Einfach meine Arbeit als Account Manager ist einfach Kunden Opportunitäten zu zeigen und dann entscheiden die einfach, was möchten sie weitermachen. Ja. Eine Bitte, bin ich auf Lautsprecher, weil ich höre mich doppelt. Keine Ahnung. Bin ich auf Lautsprecher? Ja. Ah, okay. Weil ich höre mich doppelt. Können Sie mir bitte von Lautsprecher nehmen? Ist das möglich? Nee. Okay, dankeschön. Bitteschön. Genau, und dann die altbekannte Reaktion, einfach auflegen, ohne sich zu verabschieden. So ist das eben bei den Betrügern, wenn sie nicht das bekommen, was sie sich vorstellen und wie sie telefonieren wollten. Tja, einfach nur Wahnsinn. Immer wieder das Gleiche. Schauen wir mal im nächsten Gespräch rein. Schönen guten Tag. Ja. Sie gerade liebst? Ja. Mein Name ist Oliver Siede und ich bin Leiter der Qualitätskontrolle. Aha. Können Sie auf meine Frage Antworten stellen? Ich kann auf Ihre Frage Antworten geben, ja. Na gut. Gucken Sie, haben Sie auf unserer Plattform Registration hinterlassen und mit unserem Manager gesprochen. Und ich möchte fragen, wie haben Sie mit unserem Manager gesprochen? Weiß ich nicht, mit dem Telefon wahrscheinlich. Hören Sie mich? Ja. Hallo? Ja, hallo. Hören Sie mich? Jetzt wird's langsam albern. Was denn? Tja, also wenn er selber nicht mit der Sprache rausrückt, was er eigentlich haben will, und dann auch noch einfach auflegt, ohne mit der Sprache rauszurücken, was er haben wollte, ich weiß es nicht, was das bringen soll. Aber irgendwie machen die das immer wieder so, die Betrüger. Keine Ahnung, was die davon haben, wenn die, ja, selber nicht vernünftig reden und gar nicht mit der Sprache rausrücken, was sie überhaupt haben wollen. Aber gut. Ist halt so, wenn Betrüger anrufen. Braucht man sich, glaube ich, auch gar nicht großartig drüber wundern. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefongespräch.
Wunderschönen guten Tag, Herr Stanam. Die Natalie Krog spricht am Apparat. Aha. Und ich melde mich wegen Ihrer Interesse Richtung Onlinehandeln. Wie weit sind Sie damit bitte? Wie weit? Ja, ich habe meine Brille verloren. Das heißt, das sehe ich nicht mehr. Also. Weißt du? Sie haben Brille verloren? Ja. Ja, und? Ja, jetzt kann ich Ihnen nicht mehr sagen, wie weit, weil ich sehe das nicht. Lustig. Ja. Also, haben Sie Erfahrung in dieser Richtung? Im Brille verlieren jetzt, oder wie? Was meinen Sie? Oh mein Gott. Oh mein Gott, da haben wir es wieder. Tja, ich weiß nicht, warum die mich immer als ihren Gott ansehen, aber irgendwie haben das die Betrüger ziemlich oft irgendwie gemeinsam. Jedes Mal, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wenn Sie das ja, der Meinung sind, dann bitteschön, machen wir weiter mit dem nächsten Telefongespräch. Telefon, der mir das Geld aus der Tasche ziehen möchte? Hallo? Betrüger! Ah ja, jetzt höre ich den Betrüger, ja? Jetzt ist das Mikrofon von dem Betrüger wieder aus. Betrüger, du musst was sagen, sonst höre ich dich nicht. Hallo, hallo, hallo? Welches kriminelle Wesen haben wir denn jetzt am Telefon? Dann lege ich jetzt einfach das Telefon an der Seite, oder wie machen wir das? Ach nö, ich lege einfach aus. Ich brauche aber Speicher auf meinem Telefon. Tschüssi! Genau, da haben wir wieder so einen Betrüger am Telefon gehabt, der irgendwie, weiß ich nicht reden wollte. Man hat ja hier gehört, dass das Mikrofon kurz an war und dann wieder abgeschaltet wurde. Tja, haben wir ja tatsächlich öfters hier auf dem Kanal, dass einfach Leute anrufen und nichts sagen. Wahrscheinlich, weil sie dann währenddessen ihre Pause irgendwie genießen. Also so eine zusätzliche. Irgendwie so in die Richtung, denke ich, wird es schon sein. Ja, bitte. Ja. Können Sie jetzt mit mir sprechen? Ne, ich habe doch vorher schon mit Ihnen gesprochen. Wie bitte? Ich habe doch gerade eben schon mit Ihnen gesprochen. Ich brauche nur 2 Minuten. Ich möchte Ihnen kleine Informationen geben und dann... Nee, für den Betrug brauchen wir keine 2 Minuten. Warum? Und dann 5 Minuten. Ja, vielleicht. Je nachdem, wie langsam du da bist, dein Skript vorzulesen mit dem Betrug. Nein, ich möchte nicht über Kryptowährung sprechen. Ich möchte Ihnen... Aktionen bieten. Na dann erzähl mal da deinem Betrügerkram. Erzähl. Warum denken Sie so? Naja, weil hier nur Betrüger anrufen auf dieser Nummer, die ist dafür eingerichtet. Wissen Sie, von welcher Firma ich telefoniere zu Ihnen? Na, von irgendeiner Betrügerfirma. Der Name ist ja scheißegal. Letztendlich ändert ihr ja euren Namen alle 3 Monate. Sie zu Ihnen schon seit 3 Monaten telefoniert? Nee, ich sage, du änderst ja deinen Namen spätestens nach 3 Monaten. Und dein Name, den ihr mir genannt habt, ich gar nicht hingehört, der ist ja auch nicht echt. Das ist ja alles da Betrug bei euch. Ich telefoniere zu Ihnen nur 2. Mal. Guck mal, erstmal müsstest du vielleicht mal ein bisschen Deutsch lernen, weil das Deutsch ist ja absolut furchtbar. Also damit fällt der Betrug ja schon als erstes auf. Also wenn ich in Deutschland bin, möchte ich auf Deutsch beschissen werden und nicht auf so Kakerlakensprache. Das ist ja furchtbar. Möchten Sie mit Deutschem ansprechen? Ja, einer, der vernünftig Deutsch sprechen kann. Das wäre doch schon mal ein Vorteil jetzt. Kein Problem. Warten Sie ein paar Minuten Zeit. Und dann hat er aufgelegt und doch keinen deutschen oder besser deutsch sprechenden Mitarbeiter ans Telefon geholt. Weiß ich nicht. Immer diese leeren Versprechungen. Wahrscheinlich hat er einfach niemanden gefunden, der besser Deutsch kann. Weil gar keiner Deutsch kann. Also besser. Oder gut. Oder wie auch immer. Ja? Spreche ich mit Liebs? Hallo, hören Sie mich? Ja. Also, ich möchte mit Lilly Liebs sprechen. Am Apparat. Okay, Sie haben sich bei uns ungefähr vor 1 Monat registriert. Ja. Also ich bin Jonas aus globalen Finanzmarkt, aber Ihr Konto ist immer noch inaktiv. Toll. Ich bin hier, um Sie zu helfen, dass wir zusammen Ihr Handelskonto aktivieren. Aha. Sehen Sie, worum es geht? Ja, um Betrug. Betrug? Also das ist kein Betrug, wir sind also offizielle Börse. Nee, ihr seid Kriminelle. Wie sind Kriminelle? Ja, eine kriminelle Bande. Okay, alles klar. Dann lasse ich eine Strafe zuschicken, okay? Also auf die Strafe warte ich heute noch. Eieieiei, das hat man ja auch öfters mal, dass die Betrüger einen mit irgendwas drohen wollen, was absoluter Blödsinn ist. Strafe, na klar. Währenddessen er mich illegal anruft und der ganze Anruf hätte gar nicht zustande kommen dürfen und währenddessen... Der Betrüger höchstwahrscheinlich selber weiß, dass das Unternehmen nur die Kohle einsteckt, aber naja, nichts da investiert.
Tja, immer wieder lustig, sowas von den Betrügern selbst zu hören. Ork? Hallo. Hallo. Ja? Mit wem spreche ich da? Lili Lip? Die sind wir bereit. Okay, super. Was geht? Hä? Was? Nee, hey. Was denn? Was machen Sie so? Das ist das. Und wie läuft's bei YouTube? Prima. Prima. Ja, Steuererklärung ist auch fertig. Hast du auch Instagram? Natürlich. Und TikTok und Facebook und alles, was dazu gehört. Wie ist dein Instagram? Was? Der Benutzername? Heiße Schlüpperpüppi. Wie? Heiße Schlüpperpüppi. Sag doch mal jetzt ehrlich. Na, hab's doch. Sag doch. Nö. Sag. Was schreibst du denn da? Na, ich mach grad... Kommentare? Nee, ich mach grad für die Facebook-Werbung was fertig. Ach so. Ja, man muss ja immer was für die Steuer zum Gegenrechnen haben, dass sie nicht so viele Steuern nehmen, weißt du? Und was, wann postest du das Video jetzt? Und das Video jetzt, so in 3 Monaten. Ja, warum so lang? Na, weil wir ja in der Vorproduktion sind, damit der Videostream nie abreißt. Ja, aber das ist sehr lang her, musst du posten, sonst, das geht nicht mal viral. Boah, das geht doch so. In 3 Monaten, das ist sehr viel Zeit. Ja, die Zuschauer kriegen doch schon jeden Tag ein Video. Und die rufen doch am Tag locker 40, 50 Leute an. Ja, und ich höre deine Video. Ja. Da haben sie auch ein Like da. Von mir. Das teile ich auch an alle meine Bekannte. Ja. Okay, dann. Ist mir langweilig ein bisschen. Okay, tschüss. Tududu. Ja, ja, immer wieder nett, ein kleines Pläuschchen mit den Betrügern zu halten, währenddessen sie eigentlich arbeiten sollten. Ich find's interessant und immer wieder verrückt, aber die machen's halt einfach. Die rufen halt einfach ein bisschen privat an, um privat mit euch ein kleines Pläuschchen zu halten. Keine Ahnung, was das bringen soll, keine Ahnung, wie die so ihr Geld verdienen wollen, aber das scheint ja irgendwie zu laufen in den Callcentern und gang und gäbe zu sein. Bitteschön, dann sollen sie ihre Zeit an unserer Leitung verplempern. Hier ist der Anschluss von der Nummer, die sie gewählt haben. Guten Tag. Ja, guten Tag. Mit wem spreche ich gerade? Na, mit dem Anschluss von der Rufnummer, die Sie gerade gewählt haben. Mit Lilly? Lilly Lips ist mein Name. Welche? Ja, Sie rufen doch hier an, was wollen Sie denn jetzt? Sind Sie denn die? Ich bin Lilly Lips. Was ist das für ein Name? Woher kommt denn dieser Name? Ja, was geht Sie das an? Sie rufen bei mir an und fragen, was mein Name, was soll das? Was wollen Sie denn von mir? Wer sind denn Sie überhaupt? Wollen Sie sich nicht mal vorstellen? Kann ich machen. Na denn los, hopp hopp. Hallo. Ja, scheinbar kannst du es nicht machen, oder was? Oh Mann, nur noch Bekloppte auf dieser Welt hier. Ey, bekloppte Betrüger-Lady, du musst schon labern. Mal ganz davon abgesehen, dass sie ultra leise war und überhaupt nicht zu hören, sie hat dann irgendwie auch nichts mehr gesagt. Tja, auf jeden Fall, wie immer, irgendjemand aus einem Betrüger-Callcenter, der nicht wirklich was zu sagen hatte. Weil letztendlich, also wenn sie was zu sagen haben, ist ja auch jedes Mal nur Blödsinn und absoluter Quatsch. Nichts von dem, was die da überhaupt von sich geben, hat Hand und Fuß. Womit möchten Sie mir dienen? Hallo, schönen guten Tag, Melanie Schmidt. Mein Name, könnt ihr mit Gerold Steiner sprechen? Ist am Apparat. Hallo, Herr Steiner, Melanie Schmidt, mein Name. Ich melde mich von der Plus-Gemeinschaft Berlin. Es geht um Ihren Vertrag, um Ihren Paket mit verschiedenen Gutscheinen, Reiseverlosungen und Gewinnspielen. Weil Sie das Ganze nicht fristgerecht beendet haben, sind die restlichen 9 Monate noch kostenpflichtig. Der Betrug funktioniert immer noch? Da also fallen echt noch Leute drauf rein? Da fallen wirklich noch Leute drauf rein? Der ist doch Betrug. Okay, Sie lachen ja sehr schön, dann wissen Sie auch, dass Sie einen rechtskräftigen Vertrag haben. Oh Mann, ey. Sie wissen schon, dass Sie sich blamieren, ne? Also Sie wissen schon, dass Sie nicht bei mir hier gerade. Sie wissen schon, dass ich Sie auf YouTube online stelle, egal ob Sie das wollen. Tja,
das schöne Abo, was wir nicht gekündigt haben. Na bestimmt, ganz bestimmt kann ich mich da nicht mehr dran erinnern, dass ich ein Abo habe. Und das soll ich jetzt bezahlen. Genau. Und warum kam da nie eine Mahnung? Warum kam da nie eine Mahnung irgendwie per Post? Wenn ich wirklich ein Abo habe, dann müsste ja was per Post kommen. Kommt's aber nicht. Tja, und einfach mal so anrufen und zu sagen am Telefon, ja, Sie müssen jetzt hier bezahlen und Sie sind ja böse, Sie haben da was vergessen. Das ist nicht rechtskräftig. Das Einzige, was da passiert, ist, dass man einen kompletten neuen Vertrag abschließt und nichts irgendwie kündigt und nur noch 3 Monate. Das ist Blödsinn. Ihr schließt einen neuen Vertrag ab, der immer 3 Monate läuft. Und wenn man ihn dann nicht kündigt, läuft er weiter. Ja, man schließt also erst den Vertrag ab und hatte noch keinen. Und das ist das Schlimme. Es glauben Menschen, dass man da irgendwo einen Vertrag hatte, nur weil jemand anruft. Tja, da kann ja wirklich jeder bei euch anrufen und sagen, so, ich krieg noch Geld. Hast du was vergessen? Das ist einfach furchtbar. Das, diese Masche, die ist halt so simpel und einfach, aber die Menschen glauben's. Und das ist das Problem. Tja. Hallo, Rainer Zufall. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Hanna Sörler. Wie geht es Ihnen? Alles gut? Okay, das freut mich sehr, also so, ich melde mich von der Firma Investing Academy von der Deutschen Börse und ich möchte mit Ihnen nur ein paar Informationen zu teilen, um meine Arbeit Ihnen zu verstehen, ja? Also Sie wollen was stehlen? So, es geht um Online-Handel, Online-Trading, haben Sie gehört? Ja, das habe ich gestern auf Toilette gehört, ja. Haben Sie bis jetzt eine Erfahrung gehabt? Na, beim Bus, ja. Gestern am Strand. Ja, ja. Irgendwie immer das gleiche Skript, was Sie da vorlesen. Aber am Ende scheint es ja doch immer wieder zu funktionieren. Das ist das Schlimme an der ganzen Geschichte. Ich verstehe nicht, dass es da Menschen gibt, die das einzahlen. Tja, auch wenn die Geschichte so einfach ist und so einfach da auch erzählt wird, die Leute, die glauben das. Warum auch immer. Muss ja irgendeinen Grund haben, warum die Leute da ihr Geld drin versenken. Den Grund selbst verstehe ich nicht. Aber es passiert halt. Und das ist das Traurige und das Schlimme an der Geschichte. Hier zahlen Menschen ihr Geld ein. Tja, auch wenn sie es nicht machen sollten. Hallo. Hallo? Ja. Hallo, guten Tag, am Apparat. Das ist Frau Hoffmann. Telefoniere ich mit den Lorioris. Ja. Es freut mich, Sie zu erreichen. Hallo, Joris. Es geht um Ihre Anmeldung. Sie haben sich bei Bitcoin System Germany registriert, um ein Handelskonto zu aktivieren? Nee. Ist das Ihre E-Mail-Adresse? gerald.hubschrauber@mdttfund.de. Das klingt doch schon ganz falsch. Warum denn? So ist es aufgegeben, diese E-Mail-Adresse. Aber nicht von mir. Nicht von Ihnen? Nein. Aber Ihre, das ist nicht Ihre Telefonnummer? Die Telefonnummer schon, aber nicht die E-Mail-Adresse. Also, hier ist dieses Name, Lorioris Knus. Knus Spring. Ja, und nun? Und nun? Sie haben sich bei Bitcoin angemeldet und ich bin dabei, Ihnen weiter zu begleiten. Hab mich nicht angemeldet. Nein? Nee. Dann wer hat Ihren Namen eingegeben, Ihre Telefonnummer? Wer kann das sein? Weiß ich nicht, das müssten Sie doch laut deutschem Datenschutzgesetz rausfinden. Das ist doch Ihre Aufgabe. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Doch. Sie haben sich alleine registriert und jetzt sagen Sie... Ich habe mich auch nicht registriert. Das war ich nicht. Ja, und woher wissen Sie, dass ich das war, wenn ich Ihnen sage, ich war es nicht? Können Sie hell sehen? Ja, nein, kann ich nicht. Aber sehen Sie, also können Sie es ja nicht wissen. Nein, habe ich nicht. Sie haben Ihre Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Okay, dann. Wenn Ihre E-Mail nicht, dieses E-Mail nicht aktuell ist, aber Ihr Name ist aktuell, Ihre Telefonnummer. Die E-Mail-Adresse gehört mir nicht. Aber Ihre Name schon und Ihre Telefonnummer schon, oder? Ja, aber Sie müssen doch dann dafür sorgen, dass ich nicht einfach von Ihnen angerufen werde, wenn ich mich nicht angemeldet habe. Das nennt man dann Double Opt-in in Deutschland. Ja, das weiß ich. Ja, und warum halten Sie sich nicht daran? Warum? Ich sehe hier Ihre Daten. Ich habe das nicht eingegeben. Ja, ich auch nicht. Okay. Keine weiteren Fragen. Tschüssi.
Na, immerhin hat sie sich ja noch verabschiedet, auch wenn es eine komische Verabschiedung war. Aber ja, die Betrüger halten sich einfach nicht an geltendes Recht. Normalerweise braucht man ein Double Opt-in, beziehungsweise nur so kann man eben auch als Firma nachweisen, dass man den Anruf machen darf. Also ein Double Opt-in ist ja vom Prinzip her die Information, wo ich mit einem Passwort oder mit einem Code bestätigen muss, dass ich angerufen werden darf für Werbezwecke. Tja, und die Betrüger machen das einfach gar nicht, weil letztendlich geht es ja auch nicht darum, dass man da irgendein seriöses Geschäft machen möchte, sondern einfach nur darum, dass man euer Geld abgegrast hat. Danach ist die Firma nicht mehr erreichbar. Über die Telefonnummer sowieso schon nicht. Die E-Mail-Adressen sind meistens privat und bei anonymen Anbietern erstellt. Also haben nicht mal was mit der Domain-Endung der Webseite zu tun. Und die Webseite, da drückt man einfach aufs Löschen-Knöpfchen und das ist alles weg. Wie wollt ihr diese Firma dann noch erreichen? Einfach nur unseriös und gruselig. Aber es funktioniert. Was ist denn los, Pippi? Ja, hallo? Ja, Pippi? Was möchtest du denn? Was ist denn, Herr? Guten Tag, Herr Luisson. Richtig. Weiß ich nicht. Was möchtest du denn haben? 250 Glocken? Wie? Willst du 250 Euro haben? Oder 500 oder 1000? Mit der Visa oder mit der Mastercard? Was willst du? Was ist denn da besser? Was ist das? Ja. Was bitte? Was ja, na. Das? Na, willst du Visa? Visa? Was ist Schluss mit dir? Willst du Visa oder Mastercard haben? Ich verstehe gar nicht. Nicht? Nee? Ich dachte, wir können die Scheiße gleich abkürzen, jetzt schneller. Du bist Idiot. Ja? Cool. Du bist Idiot. Ja, sagt mir der Idiot am Telefon, den ich gerade total verarscht habe. Oh. So. Mensch, deine Intelligenz, die ist ja 3 Zentimeter Feldweg. Also. Herr, ich bin Kevin, ich rufe Sie an von Firma Blockchain System her. Ja, und was willst du denn jetzt haben? Hier, die Mastercard oder die Visa Card? Was willst du denn jetzt haben? Kürz doch das ab jetzt hier. Was ist das? Ich verstehe gar nicht. Ja? Sie haben ein Konto bei uns mit 0, Bitcoin beim Blockchain-System, Herr. Ja. Und nu? Ja, und... Was brauchst du jetzt für eine Karte? Jetzt, Master oder Visa? Und jetzt, wir können ihr helfen, um dir Bitcoin im Euro zu konvertieren, Herr. Weil ihre Bank nicht akzeptieren, ja? Bitcoin. Soll ich Anydesk schon mal runterladen? Haben Sie Anydesk? Ich will zuerst Ihr Konto. Hab ich ja gerade gesagt, würde ich runterladen, denn dann lade ich schon mal Anydesk runter, damit der Betrug für dich einfacher geht. Was ist das, Betrug? Ja. Was bitte? Ja. Sagen Sie mir, was ist das? Marmelade. Du bist Hurensohn. Und du bist eine Marmelade. Fick dich deine Mutter, fick dich deine Frau. Apfelmus. Fick dich deine Familie. Apfelmus. Honigkuchen. Du bist Hurensohn. Ja? Scheiße. Das ist aber nett. Du bist Schlampe. Du bist Schlampe. Süß. Alle, du bist Schlampe. Erzähl mehr von deiner Familie. Du bist Schlampe, ja? Alles fick dich. Hm? Da ja. Erzählst du gerade von deiner Familie, wa? Fick dich deine Familie. Ja? Du bist Hurensohn. Aha. So, bist du fertig jetzt? Erzähl mehr von deiner Familie. Das klingt wie deine Familiengeschichte. Mehr ist es ja auch nicht als das Wort. Ja, also, Also erstmal war der Betrüger ja ziemlich verwirrt, weil wir ihm seine Geschichte schon geklaut und vorne weggenommen haben. Ja, fand er wohl irgendwie nicht so ganz so lustig und war da nicht so, weiß ich nicht, so fröhlich drüber. Ja, und dann hat er ja bewiesen, was er für einer ist. Ja, und der wollte mir Geld auszahlen? Ich glaube ja wohl nicht. Den haben wir wohl auf frischer Tat ertappt, weil seine Beleidigungen waren wie immer unterirdisch. Ich weiß es nicht, was das immer bringt. Vor allem jedes Mal mit diesen sexuellen Begriffen. Ich verstehe nicht, was die da eigentlich für Probleme haben. Aus was für ein Land ruft man denn an, wenn man irgendwie immer am Telefon sexuelle Störungen hat? Weiß ich nicht. Und es sind ja hier nicht nur die Männer. Die Frauen, die sind ja da genauso. Die haben ja auch alle irgendwie sexuelle Probleme. Zumindest reden die ja jedes Mal ganz offen darüber. Und, naja, was er denn zum Schluss noch so abgelassen hat, einfach nur in sein Mikrofon zu pusten, das hat definitiv bewiesen, was wir da für einen Intelligenzquotienten am Telefon hatten. Hallo. Hallo. Schönen Tag noch. Karl Toffel, ist das richtig? Ja, Karl Toffel am Telefon, ja. Sehr gut. Mein Name ist Alex Berg, Iconic Capital, Kundenbetreuer. Alex Berg.
Ganz genau. Mit dem Akzent. Stimmt. Ja, aha. Das ist stimmt. Meine Familie, ja, ungefähr von zwei Seiten, Deutsche und Polnisch. Also das ist irgendwie... unseriös, bestimmt. Ganz genau. Irgendwie Blödsinn, ja. Richtig. Mein polnischer Akzent ja. Ist das auch nicht. Doch. Nee. Ich lebe in Deutschland, ja, dann aber... sprech mal Polnisch. Mach mal. Sag mal was auf Polnisch. Okay. Was wollen Sie, dass ich spreche in Polnisch? Ich meine... Ja, sprech mal ein polnisches Tischgebet zum Beispiel. Tischgebet? Das kenne ich nicht. Ich lebe in Deutschland. Ich eigentlich... Ja. Anieles Drużomuj, ty zawsze z tymi stój. Rano wetnie noce, bądź mi zawsze kupomocy. Sie sind begabt. Was? Sie sind begabt, ich meine, dass Sie kennen Polnisch. Das hat nichts mit Begabung zu tun. Ich, ja, jetzt dann übersetzen Sie mal, was wir gesagt haben. Ich kenne nicht viel Polnisch, also das. Also, ja, warten Sie mal. Sie sind nicht in Deutschland geboren, haben eine Hälfte aus Deutsch, eine Hälfte aus Polnisch. Aber Sie können beide Sprachen nicht. Der Betrug ist doch so billig. Das ist doch so billig. Das ist kein Betrug. Doch. Sie sprechen doch. Ja, du kannst kein Deutsch und kein Polnisch. Du willst mir aber erzählen, dass du Deutsch-Pole bist. Und beide Sprachen kannst du nicht. Der Betrug ist so peinlich. Gebt euch doch mal ein bisschen Mühe. Das ist doch vollkommen... Das glaubt euch doch da keiner. Sie liegen falsch. Nee. Dann erzähl mir... Dann rede jetzt mit mir auf Polnisch weiter. Wie gesagt, ich kenne nicht viel Polnisch. Ja, aber welche Sprache kannst du denn dann? Deutsche Sprache. Nee. Ich kann mit Ihnen sprechen. Das ist keine deutsche Sprache, was du sprichst. Das ist absolut Akzent, Kakerlaken-Akzent. Und Polnisch kannst du auch nicht. Aber erzählst mir, dass du Deutsch-Pole bist. Das ist doch komplett behindert. Ja, alles klar. Wer soll denn dir das glauben? Wer soll denn dir die Scheiße glauben? Wer zwingt dich denn, so eine Scheiße am Telefon zu erzählen? Nur mal jetzt mal im Ernst. Ihr betrügt da Leute und dann auch noch ganz, ganz schlecht. Such dir bitte einen ganz, ganz, ganz schnellen, anständigen Job. Wirklich. Ich habe Sie gehört, ich habe Sie verstanden, aber... Ja, scheinbar nicht. Sie liegen ganz falsch. Nee. Ja, wenn du Polnisch kannst, dann los jetzt. Sprich mit mir Polnisch. Du hast ja gesagt, du bist Deutsch-Pole. Dann sprich jetzt Polnisch. Meine Mutter ist Polisch, mein Vater ist Deutsch. Ja, und warum kannst du dann beide Sprachen nicht? Ich verstehe Sie gar kein Wort auf Polnisch, was Sie da gesagt haben. Ja, aber du verstehst ja auch kein Wort auf Deutsch. Also nur so halb. Ich verstehe. Ja, aber nur halb. Wo kommt denn dann dein Akzent her? Wenn du in Polen gelebt hast, dann ist klar, dass du keinen deutschen Akzent hast. Aber du hast ja nicht in Polen gelebt. Das ist ja Quatsch, du hast ja nicht in Polen Deutsch gesprochen. Mit Akzent. Das ist ja komplett bekloppt. Wer soll denn dir das glauben? Klar. Ja, das ist doch doof, sowas. Das kannst du doch keinem erzählen. Sie glauben mir nicht, aber das ist wahr. Nee, nee, das ist nicht wahr. Ja. Nee, und dein Name ist auch nicht Alex irgendwas mit einem deutschen Nachnamen. Das ist auch Quatsch. Ja, gut. Ja. Wir schauen. Ich glaube, den haben wir so richtig bloßgestellt. Also ein Deutsch-Pole, der kein Deutsch, also nur so halb, und kein Polnisch kann. Interessant. Also ich find's immer wieder irgendwie, weiß ich nicht, ernüchternd, wenn die einem erzählen wollen, wo die herkommen. Und wenn man dann so ein bisschen mal nachhaken möchte, dann, ja, können die eigentlich schon überhaupt nichts mehr und sind komplett raus. Ja. Und dann braucht er sich auch nicht wundern, dass man sich über ihn lustig macht am Telefon. Also ist doch nur noch Wahnsinn. Das Schlimme ist, es gibt halt leider immer wieder Menschen, die darauf reinfallen und es glauben. Und dass man da halt eben nicht nachhakt. Ja gut, warum auch? Ne? Warum sollte man da jetzt genau nachhaken? Das ist ja, warum der so einen Akzent hat, macht ja keiner. Gehört ja auch nicht zur normalen Gepflogenheit, dass man fragt, warum hast denn du einen Akzent? Aber das ist doch schon unterirdisch. Das ist doch wirklich unterirdisch. Und so versuchen die Leute zu bescheißen. Sobald man mal bei der Lebensgeschichte, die sie sich da ausgedacht haben, mal so ein bisschen versucht nachzuhaken und fragt mal nach und ja, dann war's das eigentlich auch schon. Weil letztendlich, ja, ist doch logisch, die können das nicht, was sie da sagen. Die können auch nicht, die kommen nicht aus dem Land, was sie da sagen. Und die wenigsten von denen werden auch in Deutschland gelebt haben. Vielleicht ist es teilweise so, dass sie sogar gerade in Deutschland leben und von Deutschland aus uns bescheißen. Wegen dem Rufnummern-Spoofing kann man es ja eh nicht nachprüfen, von wo aus die anrufen.
Guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Mark Manson, bin ich am Telefon, spreche ich mit Herr Steinfeger? Schon Steinfeger, ja. Genau. Also, wir kennen uns zusammen nicht persönlich, also Herr Steinfeger. Ich habe Ihnen heute kontaktiert wegen Online-Trading, Online-Handel. Können Sie mich hören? Ja, wann denn? Also, ich habe Ihnen jetzt also kontaktiert, damit ich Ihnen erklären kann, die Möglichkeiten, was Sie haben mit dem Finanzmarkt, weil zurzeit haben wir eine sehr gute Möglichkeit wegen des Kriegs. Zum Beispiel alle. Und dann war unser schöner Lügenbaron wieder weg. So ist das halt mit den Betrügern. So richtig Mühe geben die sich nicht. Ich vermute mal, dass hier die Leitung zusammengebrochen ist. Oder, weiß ich nicht, vielleicht hat auch wieder einer mit dabei gesessen und einfach das Gespräch beendet, weil er schon gemerkt hat, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen wird. Weiß ich nicht, sind nur Mutmaßungen, aber ist ja immer mal wieder so, wenn man die Betrüger dran hat, dass da ganz schnell die Leitung einfach beendet ist und dann meldet sich da keiner mehr. Vielleicht hat er auch gedacht, ich habe aufgelegt und hat sich dann nicht weiter drum gekümmert. Irgendwie so in der Richtung. Gott. Hallo, schönen guten Tag. Michaela Novak im Apparat. Spreche ich mit Herrn Luis? Ja? Was? Spreche ich mit Herrn Luis? Das ist mein Vorname. Ja, Herr Luis, ja. Zu Knusprig. Knusprig, Knusprig. Richtig? Ja, so Herr wie Knusprig. Sie es aussprechen, nicht. Nein, das ist falsch. Okay, gut. Herr Knusprig, weil... Nein, das ist falsch! Ein Moment, bitte sagen Sie mir, wie ist Ihr Name? Na, Knusprig, Knusprig. Haben wir doch jetzt schon abgeklärt. Alles klar. Wieso sind Sie so laut? Wieso machen Sie das mit viel Nerven? Ja, weil es unhöflich ist. Oh, lieber, ich habe das falsch gesagt. Entschuldigung. So steht das hier, deswegen habe ich so gesagt. Mhm. Gut, komme ich direkt in das Thema. Ich bin Frau Michaela Novak von Prime Investors. Es geht über Online-Trading, die Börse online. Haben Sie Erfahrung damit? Was geht denn Sie das an? Nochmal? Was geht denn Sie das an? Bitcoin, Forex, Aktien. Was geht Sie das denn an, habe ich gefragt. Ja, und eine Antwort haben wir nicht mehr darauf bekommen. Aber tja, so ist es halt. Jedes Mal rufen da Leute an, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Man stellt eine Frage und möchte die gerne beantwortet haben und es kommt eine völlig komische, nicht zutreffende Antwort, die überhaupt nichts mit der eigentlichen Frage zu tun hat. Die machen einfach weiter in ihrem Skript, lesen einfach weiter und ignorieren Fragen, die der Kunde stellt, weil sie es einfach nicht beantworten können. Und weil sie ganz einfach nur ablesen. Und selbst wenn sie vielleicht drei Wörter Deutsch können, haben die da meistens nicht mal Bock, irgendwie zuzuhören und auf den Kunden einzugehen. Tja, und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn der Kunde am Ende, oder das Betrugsopfer, keine Lust mehr hat, sich mit denen weiter zu unterhalten. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben, wenn ja. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Glocke, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl, wo ihr auch gerne nochmal vorbeischauen könnt. Und morgen gibt's dann wieder ein Hörspiel. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.